Und damit herzlich willkommen. Das Warten hat ein Ende. Wir sind hier wieder in Notruf 112 der Feuerwehrsimulation im zweiten Teil. Und warum hat das Warten ein Ende? Ganz klar, wir sehen es hier unten rechts. Das neue DLC ist raus. Ich würde sagen, wir schauen es uns einmal noch an. Ich würde sagen, das sieht auch erstmal ganz vielversprechend aus. Und nicht nur das DLC ist gegenwärtig verfügbar, sondern dazu gibt es aufgrund des Release, der sich ja verschoben hat, 30% Rabatt, was ich glaube ganz okay ist. Und es gibt nicht nur das neue Wechselladerfahrzeug, sondern es gibt auch hier das neue Notarzt-Einsatzfahrzeug, das implementiert wurde, das heißt das alte, was wir auch schon aus Teil 1 kennen von Notruf, das wurde rausgenommen, es wurde gegen das neue ersetzt. Zeitgleich wurde das Ganze auf die neuere Unity-Version aktualisiert und wir haben es hier. Eine Riesenliste an Bugfixes, Performance-Optimierungen und, sowohl für den Singleplayer, ne, hier sowas wie Ausfahren der DLK-Stützen überarbeitet oder irgendwie welche Blockierung mit dem Koop, die Verkehrs-KI, die überarbeitet wurde und. Aber auch hier so etwas für den Multiplayer, kleinere Patchnotes, sage ich mal, und Bugfixes. Aber auch hier für die aktuellste, neueste Beta-Version auch da ein paar Fixes. Und wie ihr seht, das kommt bis dato ganz gut an. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze einfach einmal selbst. Also rein ins Getümmel und wir sehen uns sofort wieder. Und da sind wir auch schon wieder hier auf dem Hof der Feuer- und Rettungswache in Mülheim. Und wir schauen einfach mal, da steht das gute Stück, das neue Wechselladerfahrzeug hier in Natura. Ich wechsle mal in die Ego-Ansicht, wir sehen es hier schon. Unterschiedliche Gerätefächer und. Hier hätten wir die Fernsteuerung drin liegen, die wir natürlich brauchen, um dann von außen die Kontrolle zu haben, wenn wir hier unsere Abrollbehälter bzw. Abrollcontainer aufladen. Haben dann hier auch gleich schön einsatzbereit einen Kran, den wir nutzen könnten. Und ich finde also so optisch, sieht es erstmal ganz schick aus, hebt sich natürlich so ein bisschen ab von den Fahrzeugen, die wir bis dato in Notruf haben. Ne? Also allein hier mit dem Scania-Modell. Das erinnert mich doch eher an die Feuerwehr Gelsenkirchen. Dann haben wir hier noch die Abrollbehälter. Einmal die Mulde. Dann hier ein AB-Rüst, also ein Abrollbehälter mit Rüstmaterialien, gerade für größere technische Hilfeleistungseinsätze. Haben hier dann noch unterschiedlichste Abrollbehälter. Hier zum Beispiel für die Dekontamination vom Katastrophenschutz. Was haben wir hier? Ich glaube, das hier war genau der Gefahrgutanhänger. Ne, wenn es zu Unfällen kommt, wo es irgendwelche Gefahrgutstoffe gibt. Und dann haben wir, also ne, da ist dann Dichtungsmaterial oder drin. Könnten auch Chemikalien-Schutzanzüge mit dabei sein, Messgeräte, blabliblub. Ihr kennt das alles besser als ich. Ne? Dann haben wir hier ein AB-MANF. Was ist MANF? Ganz klar, die Abkürzung für Massenanfall von verletzten Personen. Das heißt, überall da, wo, ich sag mal, 2, 3 Rettungswägen nicht mehr ausreichen und wo man dann sagt, hey, hier sind jetzt etliche Personen verletzt. Das ist dann häufig in den Leitstellen so hinterlegt, ab wann dann MANF ausgelöst wird, damit einfach mehr Rettungsmittel bei dem Einsatz dann zukommen. Dann haben wir hier noch ein Abrollbehälter mit Schaum. Ne, hier haben wir unterschiedliche Behälter dran für Schaummittel, wenn es wirklich mal größere Sachen gibt. Dann haben wir hier noch das Ganze mit Pulver und CO2. Ne, und ich finde, also an sich sieht es echt jetzt aus wie Teil 1. Nur halt, dass hier ein neues Fahrzeug steht und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, Tor auf. Wir wechseln wieder in die andere Ansicht und gucken jetzt erstmal, was es
hier so mit sich bringt. Was wir davor natürlich noch machen können ist, wir können noch mal zum NEF hingucken, bevor wir uns jetzt das Fahrzeug hier so detailliert anschauen. Und ich finde, da sieht man doch einen Unterschied, denn das hier war das alte NEF und das hier ist das neue. Ne? Hier alt und labbrig und halt hier einfach einmal das komplett neue. Man sieht es auch schon. Oh, traumhaft. Ich wechsle nochmal in die Ego-Perspektive. Wir haben hier einen Helm hängen, hier unterschiedliche Sachen. Oh, sogar mit Tablet und allem drum und dran, was dann natürlich dafür dient, ne, wenn man jetzt hier irgendeine Versorgung machen würde, also ne, und man dann Personen sichtet oder besser gesagt die Patienten sichtet, sie gleich kategorisieren kann, hat hier dann unterschiedliche Rucksäcke, die wir leider nicht nutzen können. Ne, und da trennt sich natürlich dann auch schon die Spreu vom Weizen. Am Ende ist das ja eine Feuerwehrsimulation und keine medizinische Simulation. Deshalb finde ich, ist das okay. Ich finde schön, dass sie es gemacht haben und das Fahrzeug hier so implementiert haben. Auch so vom optischen Design, wenn man beide miteinander mal vergleicht, sieht man auf jeden Fall, dass da der Zahn der Zeit doch zugeschlagen hat und das hier dann doch etwas schicker aussieht. Nun gut, zurück zu unserem Wechselladerfahrzeug, denn das ist das, wofür wir am Ende des Tages ja auch unser Geld bezahlt haben. Ne? Gegenwärtig sind es hier 9,09 Euro, die man mit den 30% bezahlt. Und ich würde sagen, wir setzen uns einfach einmal rein. So, so sieht das gute Stück von innen aus. Wir haben hier unser Mäusekino, unsere Knöpfe, die wir alle drücken können. Hier oben natürlich auch Blaulicht und. Und haben jetzt hier auch unsere kleine Erklärung. Ich würde sagen, einfach einmal Motor an. Schließen nochmal die Fahrertür und dann fahren wir hier ein Stück raus. Hupe funktioniert. Und das sieht echt schon, ich scrolle mal ein bisschen ran, das sieht schon echt schick aus. Wenn wir uns das hier jetzt mal so anschauen. Wir haben jetzt hier hinten den Punkt. Ich hoffe, der geht irgendwann noch weg. Ist wahrscheinlich, wenn man wirklich jetzt hier was ankoppeln will. Wir sehen schon, wir haben den anderen Punkt, den anderen gelben Punkt nur bei der Mulde. Deshalb gehe ich davon aus, dass lediglich die Mulde für uns einsatzrelevant ist. Sprich, die ganzen anderen Abrollbehälter sind höchstwahrscheinlich nur Deko. Behaupte ich jetzt als mein Ersteindruck. Natürlich kann man, wenn man das rollenspieltechnisch irgendwie betreibt oder so, da auch noch mehr reinholen, aber ansonsten dürfte es das sein. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den Einsatzstellenmodus an und schauen uns das Ganze dann nochmal von außen an. So sieht das gute Stück aus. Wir haben hier jetzt ja, das Blaulicht, die Frontblitzer, hier auch ganz schön die Seitenblitzer, ne, gerade für den Kreuzungsbereich, immer wieder bei neueren Fahrzeugen ganz häufig zu beobachten. Hinten gibt es nichts. Okay, finde ich interessant. Aber nun gut. So soll es sein. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, wie das nun hier funktioniert mit dem Aufladen. Und ob wir das auch alles dran kriegen. Also zumindest so lange, bis hier neue Einsätze reinkommen. Aber aktuell ist das ja noch nicht der Fall. Ich mache hier das Mäusekino einmal aus. So, und einmal bitte runter. Fahrersitz verlassen und dann schauen wir mal, dass wir hier hinten einmal die Tür zumachen und dann auch hier das Rolltor hoch, damit wir hier einmal versuchen können, ob wir den Abrollbehälter dran kriegen. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie weit das nach hinten geht. Wir haben ja hier diesen gelben Punkt. Ich gehe gerade davon aus, dass das genau für solche Fälle, für Leute wie mich, die eh keine Ahnung haben, dass es gerade für die gemacht ist, damit ich dann weiß, hey, so weit muss ich nach hinten. Ne, wahrscheinlich müssen die übereinander passen, wobei das wäre schon sehr dicht dran. So, jetzt ist es grün. Wir könnten jetzt Blinker links, Blinker rechts hier noch setzen. Ne, so sähe das aus. Einfach nur, weil ich es jetzt hier gerade sehe. Ne, nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Aber ich würde sagen, wir steigen wieder aus und gucken einfach mal, wie das Ganze funktioniert mit der Fernbedienung und haben dann ja wirklich auch für uns den kompletten Überblick. So, Türe zu, die Klappe auf. Wahrscheinlich könnten wir jetzt hier, genau, wir können jetzt hier einmal die Kransteuerung bzw. Stützensteuerung nehmen und wir sehen hier schon Stützen ausfahren A und D. Ne, einmal diese
Einfahren, ausfahren, das kennen wir schon. Stützen hoch, Stützen runter und natürlich das Ganze mit aufhören. Und wir können uns die Fernsteuerung nehmen. So. Fernsteuerung erstmal einschalten. Oh, und da geht's los. Da haben wir schon 738 Tasten, die wir drücken können. Ich mache sie nochmal aus, damit wir hier genauer hingehen können und gucken können, wie das Ganze funktioniert. So, Kran drehen. Achso, das ist die ganze Kransteuerung, das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen ja im Endeffekt nur den Haken. Und dazu brauchen wir höchstwahrscheinlich... Ne, das ist auch alles Kran. Wo haben wir denn hier den... Ist das jetzt hier nur die Kransteuerung? Wir haben doch hier Haken lösen und. Jetzt bin ich gerade etwas verwundert. Man merkt es Gott sei Dank gar nicht, weil ich das so gut kaschieren kann. Achtung, Hilfeleistung VU3. Oh. Einsatz für LF24, RTW1, NEF1, ELW1. Waldstraße. So, eigentlich gongt es jetzt, aber es gongt nicht. Ist auch gar nicht schlimm. Was mich nur wundert, ist, dass wir den Kran hier nicht ausfahren können, ne? Ich würde gern das hier ausfahren. Also nicht den Kran, sondern hier das... Ist das nur die Kransteuerung oder was ist das? Pallfingersteuer... Für den Kranarm. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich doch das hier. Die Stützensteuerung. Dann machen wir das doch einfach. Zack. Das hier einmal los. Und da drehen sie schon ein. Das ist perfekt. Stützen herunterfahren. So. Und wie kann ich jetzt das gelbe Okolyt bewegen? Das ist doch jetzt die Frage. Ist es hier? Nein. Oder? Nee, das sieht nicht wirklich... Zum einen sieht das nicht wirklich HD-texturiert aus. Aber zum anderen sieht es für mich nicht so aus, als ob ich hier etwas bewegen könnte. Da fahren sie, die Kollegen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall sind sie unterwegs. Man hört sie. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt echt ein wenig überfragt, wie ich... Weil ich hätte mir jetzt gedacht, ich mache das hier mit der Kransteuerung. Beziehungsweise nicht mit der Kransteuerung, Stützen haben wir. Sondern mit der Steuerung hierfür. Muss ich hier erst was einschalten. Linksklick, rechtsklick, ihr seht es. Ne? Also ich bin hier wirklich jetzt das erste Mal hier komplett dabei. Hab mir nicht vorher irgendwelche Videos angeguckt. Und wollte das hier jetzt mal ganz cool testen. So. Haken nach links drehen, Haken nach rechts drehen. Ihr seht es schon, da oben passiert was. Aber das, was ich haben möchte, passiert leider nicht. Am Anheben, das ist alles nur der Kranarm. Oder muss ich dafür echt im Fahrzeug sitzen, dass ich das nur darüber machen kann? Ich meine, ich will jetzt hier ja auch nicht eine halbe Stunde mit dem Kran rumspielen. Sondern würde sehr gerne... Ich hatte halt gedacht, dass ich das hier über die Fernbedienung auch machen kann. Aber nun gut, erstmal wieder rein hier in die Karre. Ich lasse die Klappe mal offen. Und dann mal schauen, ob wir hier was haben. So, es leuchtet auf jeden Fall grün. Eine weitere Taste wird mir nicht angezeigt. Ich schalte den Motor nochmal ein und aus. Hier Innenbeleuchtung, hier ist es nichts. Na gut, dass wir Handbremse, Parkposition und so. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles von innen gesteuert wird. Sondern könnte mir nur vorstellen, dass es halt von hier hinten, also hier von der Kransteuerung aus oder so, dass man da irgendeinen... Ach, auf der anderen Seite. Bestimmt ist auf der anderen Seite die richtige Fernbedienung. Und ich pruckel hier rum die halbe Stunde, ne? Ich glaub's nicht. So, zack. Hier ist sie doch bestimmt. Gerätefach, Freunde, ich sag's euch. Ja, das sieht gut aus. Steuerung, WLF-Haken. Ja, hervorragend. Linksklick, Steuerung einschalten. Und da haben wir es jetzt hier. Arm ausfahren. Hallo, Arm ausfahren. Oder, ach nee, wir müssen erstmal anheben. Okay. Ich dachte, es wäre ausfahren gewesen. Aber scheint nicht der Fall zu sein.
So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir steuern hier schön. Oh, oh, oh. Gut, dass das hier mit der Decke passt. Und versuchen jetzt hier einfach mal. Ich finde, was ich am geckigsten finde, ist ja hier diese Eigenwerbung. Quenetic. Auch hier hinten. Das finde ich schon ganz nett gemacht. Und ich finde, da haben die Entwickler auch ein Recht zu. Haken lösen, absenken. So, jetzt den Arm ein Stück würde ich ihn einfahren. Aha, ich glaube, jetzt haben wir es dran. Ich hebe ihn mal vorsichtig an. Ja, ihr seht es schon, die Mulde bewegt sich. Und wenn ich jetzt W drücke und sie absenke, dann zieht er das Ganze wieder rein. Das heißt, ich kann jetzt auch den Arm weiter einfahren. Was ich hier cool gefunden hätte, ehrlich gesagt, diese Rollen. Normal quietscht das manchmal ein bisschen, ne, weil das so Metallrollen sind. Da hätte ich es ehrlich gesagt cool gefunden, wenn die animiert wären. Na, also wenn man jetzt hier hin und her rollt. Wenn das nicht hier ruckelt und zuckelt und wackelt. Sondern wenn das wirklich animiert wäre. Aber Herrgott, ne, was soll der Geiz? Auch da einfach einmal drauf. So, und jetzt wahrscheinlich noch, ich würde noch einen Tucken hier ran. So, und so würde ich es, glaube ich, erstmal lassen. Wie sieht's aus? Also ich finde, das sieht auch hier, es ist hier vorne dran. Für mich sähe es jetzt abfahrtbereit aus. Noch ein bisschen schief, oder? Also, ich weiß ja nicht. Ne, nochmal hier richtig. Richtig runter. Haken lösen. Wenn ich es jetzt löse... Oh no. Wie kriege ich es jetzt wieder ran? Uh-oh. Also Freunde, macht das auf jeden Fall nicht so, was ich jetzt hier mache. Ne? Also das ist Tovabuhu. Aber so ungefähr sollte es funktionieren. Und jetzt würde ich sagen, die Steuerung hier wieder rein. Einmal ablegen. Klappe zu. Jetzt hier natürlich die Klappe auch zu. Oh man, und ich dachte halt, das wäre... Wäre halt einfach eine Steuerung, ne? Wäre ja einfach, ne? Wenn ich einen Bereich hätte, einen Joystick hierfür und einen Joystick hierfür und dann gib ihm. Aber es ist wohl doch etwas komplexer. Also wieder die Stützen hochfahren und dann einfahren. Ich finde es halt cool, dass die sich automatisch so eindrehen, beziehungsweise auch runterdrehen. Und dann könnten wir mit dem ganzen Mopel hier jetzt dick zu irgendwelchen Einsätzen fahren. Und könnten lostigern. Das finde ich mega cool gemacht, ehrlich gesagt. Was ich ein bisschen schade finde, sind halt echt diese Punkte. Das finde ich störend. Würde ich cool finden, wenn das aktiviert ist, wenn man die Kransteuerung bzw. eher die Hakensteuerung übernimmt. Aber an sich, finde ich, ist der Ersteindruck erstmal gar nicht verkehrt. Auch, dass es jetzt Einsätze gibt, ne? Wie in dem Fall hier, dass die das jetzt eigenständig und von sich aus machen. Finde ich mega cool. Ne, hier hinten sehen wir jetzt nochmal... Uch, das war ein bisschen zu flott. Hier sehen wir jetzt nochmal das neue NEF. Ne, wenn ich jetzt hier sage, hier zack, einmal absitzen. Und mir das dann nochmal genauer anschaue, dann sehen wir auch hier, der Herr arbeitet hier wirklich fleißig. Und geht einfach nur raus. Da wird nicht noch eine Tür aufgemacht, oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu viel verlangt. Aber normalerweise, ne, würde man das natürlich so ein bisschen machen. Die Sachen rausholen. Ne, das Notfallköfferchen für Notarzt. Und normalerweise fehlt ja auch der Notarzt. Ne? Normal ist man ja häufig zu zweit. Wobei ich es auch kenne, dass der Notarzt allein fährt. Also auch das ist in der Realität ja wirklich so. Nicht immer, aber auch das soll es geben. Ne, deshalb, ich finde das ganz cool, dass es hier, wie gesagt, jetzt auch Einsatzstellen gibt. Und ich jetzt sagen könnte, hey, da habe ich gerade keine Lust drauf. Freunde, rückt doch einfach ein. Und dann kann ich hier mein Zeug weitermachen. Das soll es erstmal sein, so der Ersteindruck. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video, wenn wir uns nicht nur das Wechselladerfahrzeug von so außen angucken, sondern wenn wir wirklich im Einsatzfall mit dem WLEF sind. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es war mal wieder so ein kleiner Einblick hier in die Welt von Notruf. Ihr seht auf jeden Fall, es hat sich so ein bisschen was getan. Wobei ich sehe gerade, nee, ihr schaut mal, den AB-Rüst könnten wir auch nehmen. Das heißt, ich schätze mal, wir können alle anheben, aber halt nur die Mulde ist wahrscheinlich für uns
effektiv oder halt wichtig, weil wir damit unterschiedliche Sachen transportieren können. Deshalb, ich bin mal gespannt, was für Einsätze kommen. Gerade beim Wechselladerfahrzeug kann ich mir halt vorstellen, dass es da zu Einsätzen kommt, wo wir halt irgendein Schuttgut, Brandgut oder so aufnehmen müssen. Oder wo wir vielleicht auch einen PKW hier über den Kran vielleicht dann reinheben. In so eine Mulde, die mit Wasser gefüllt ist. So einen typischen E-Autobrand oder so. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich gern überraschen. Und deshalb bleibt gespannt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin und tschüss.